In Tirol wird viel zu viel gespart. Dieser Meinung ist der Herr Reindl nach dieser Woche und traut sich damit heute am Berg Isel als einer der wenigen, muss man sagen, auch sie aus die Stauden. So, verboten. Das werden wir doch gleich unterbinden da. Habst du das gehört? Am Eröffnungstag von dem Museum wollte dieser Dinkhauser ein Protestplakat auf unseren Anderau picken. Irgendeine so eine Zeitung, da sei Querulantenplattel wahrscheinlich, diese Fritz News, auf unseren Anderau. Da wird nichts verklebt. Und damit das verhindert wird und jetzt ein Plakat klebt, dass es verboten ist. Das ist eine Blasphemie. Und Blasen hat er dafür. Weil ich hab's erst gemeint, die haben vielleicht eine Landtagssitzung und die Fenster aufgemacht, dass die heiße Luft rauskommt, was sie da zusammenreden. War aber mehr eine dicke Luft da heroben, weil sie alle protestieren gegen das Museum. Und ich weiß nicht, was die alle haben. Weißt was, wir schauen rein, was sie da drein haben. Kommt's mit, heimlich hinter mir in ein Sportzeug 7 € Eintritt. Komm, gehen wir. Bärig. Schön ist es worden. Das gefällt mir wirklich gut. Ich weiß nicht, was da zum Protestieren gibt. Was ist da? Ma, schau, interessant. Tadellos. Ma, und schau, was haben sie da? Mantollen Pelzmantel. Wo haben sie den etwa her? Ha? Gespendet von der Lebenshilfe Tirol. Von der Lebenshilfe. Ah, genau, das ist ja ein Zobel. Weil bin ich blöd. Das ist ja der Zobel, den die Lebenshilfe abgelegt hat. Weil er ein Steier geworden ist. Echt schön, toll. Und da? Ah, ein altes Schandi-Tapeten. Ja, genau, das ist das Jackerle vom Platter, bevor ihn der Dinkhauser ganz hinauf befördert hat. Echt, ein Zeitzeuge ersten Ranges. Da ist noch einmal ein Pelz drin. Ein altes noch was Schönes, ein Hermelin. Ah, genau, das ist die Kaiserschleppe vom Landesrat Steixner. Bärig, wichtiges Exponat, wohl? Aber etwas vermisse ich. Na, da war nicht. Ja, die weiße Hauben vom DJ Ötzi. Vor lauter Sporn. Ja genau, jetzt ist mir auch klar, warum da so protestiert worden ist. Weil sie so gespart haben bei dem Museum. Hatte ich gern gesehen, vom DJ Ötzi die Hauben. Aber die haben ja gespart da herum, es ist nicht zu glauben. Sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ja, das ist unmöglich. Ich weiß nicht, ja. Super. Die neue Zeit. Der Besen im Museum. Das war's von uns heute. Von uns allen jetzt einen guten Start ins Wochenende. Die Kollegen von der Zeit im Bild 1 melden sich gleich, unter anderem mit den neuesten Informationen aus Libyen. Dort haben Gaddafis Truppen nach einer UNO-Resolution offenbar ihre Offensive gegen die Rebellen gestoppt. Die ZIP 1 beginnt in wenigen Minuten um 19.30 Uhr in ORF2. An dieser Stelle begrüßt Sie morgen Abend Georg Leich. Bis demnächst und auf Wiedersehen.